alternative Proteine. Wie ernähren wir uns in Zukunft? Von veganen Fleischalternativen bis hin zur Nutzung von Technologien wie Präzisionsfermentation und Zellkultivierung zur Herstellung von Lebensmitteln. Darüber sprechen wir. Hallo, ich bin die Maike und bei der Krones AG Lebensmitteltechnologin. Hallo, und ich bin der Alex, ich bin Ingenieur bei der Steinecker GmbH und verantwortlich für das Engineering im Bereich New Food. Und wir haben heute unsere Büros gegen die Küche ausgetauscht, weil Essen ja tatsächlich eher ein emotionales Thema ist und wir uns über die Ernährung von morgen unterhalten wollen. Und dazu gibt's mal einen kurzen Film. Mats ab! Einfach nur essen? Von wegen. Essen hat es in sich. Es hält uns gesund. Und Essen ist vor allem eine emotionale Sache. Es stimuliert unsere Sinne. Frische, die man hören kann. Genussvoll in Geruch und Geschmack. Essen macht uns glücklich, stärkt die Gemeinschaft. Wir wissen alle, unsere Ernährung ist im Wandel. Vor allem die Art der Proteinquellen wird sich in den nächsten Jahrzehnten drastisch ändern. Nur so kann die wachsende Weltbevölkerung weiterhin mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgt werden und gleichzeitig wird schonend mit den vorhandenen Ressourcen umgegangen. Die Lösung? Alternative Proteine. New Food. Und daran wird weltweit geforscht und gearbeitet. Auch bei der Krones AG. So, das war jetzt da schon mal ein guter Einstieg in unser Thema heute. Wir haben in einer ausgewogenen Ernährung hauptsächlich drei Bestandteile. Also das sind komplexe Kohlenhydrate, Fette und eben Proteine. Und wenn es um Thema alternative Proteine geht, haben wir ein paar Beispiele dabei heute. Genau, beziehungsweise erstmal Proteine allgemein. Wenn wir über Proteine oder Eiweiße sprechen, sprechen wir grundsätzlich einmal über die tierischen Proteine. Wir haben hier Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Quark beziehungsweise andere Milchprodukte bis hin zu Käse. Dann sind Pilze noch proteinreiche Nahrungsmittel, aber auch pflanzliche Proteine können wir verwerten. Die kommen zum Beispiel vor in Sojabohnen, in Erbsen, in Bohnen oder auch Linsen. Oder, was hast du da drüben stehen, Maike? Genau, das sind eigentlich auch pflanzliche Proteine, aber eben schon weiter prozessiert. Also wir haben hier zum Beispiel einmal den Tofu oder Tempeh. Und hier eigentlich auch ein schönes Beispiel, das ist Sojageschnetzeltes, was zu Fleischalternativen oder Fleischersatz verwendet werden kann. Und nicht nur Fleischersatz ist eben also einmal relevant, sondern auch Milchersatz. Und da können wir auch Sojabohnen oder Hafer zu verarbeiten. Genau, weil wenn wir uns genau den Hafer zum Beispiel anschauen, auch Getreide hat Proteine in sich und diese können wir nutzen, indem wir es zum Beispiel weiterverarbeiten zu einem Haferdrink. Wir bei Krones unterscheiden jetzt diese drei großen Bereiche. Einmal den Bereich pflanzliche Proteine und Anlagentechnik für pflanzliche Proteinisolate oder Extrakte. Dann gibt es den Bereich fermentativ basierte Produkte, wo zum Beispiel Pilze dazugehören oder auch wirklich zellkultiviertes Fleisch aus einer industriellen Herstellung. Genau, und das Ziel davon ist ja, wir sehen, dass ein Teil von den Proteinen, die wir heute da haben, relativ viele Ressourcen verbraucht und dass wir dadurch eben einen effizienten Prozess generieren können, indem wir Ressourcen schonen und schonend mit dem Wasser umgehen und der Energie, die wir zur Verfügung haben. Richtig, weil wir als Krones sind ein Maschinen- und Anlagenbauer. Wir produzieren nicht die Lebensmittel, um sie zu verkaufen am Ende, sondern wir produzieren die Anlagen, um sie den Lebensmittelherstellern zur Verfügung zu stellen. Und in dem Bereich denken wir ganzheitlich, was in unserer DNA ist. Wir denken an Energieeffizienz, wir denken an Wassereffizienz und wir denken auch an die Rohstoffeffizienz bei der Herstellung von diesen Lebensmitteln. Genau, und so finden wir eben auch die Lösungen, die über das Morgen hinausgehen, dass wir auch in Zukunft sicherstellen können, dass wir eine ausgewogene Ernährung bei uns auf dem Tisch haben und alternativ Proteine und Lebensmittel herstellen können, um den Planeten zu schonen. Ja, und wir machen das ja auch nicht erst seit gestern. Also Krones ist seit Jahrzehnten im ganzen Bereich Lebensmitteltechnik und Lebensmittelanlagenbau zuständig und Lieferant für diesen Markt. Und dieses Know-how aus den unterschiedlichen Teilbereichen, das nutzen wir jetzt, um diesen neuen Lebensmittelmarkt Anlagen und Maschinen und verfahrenstechnische Konzepte bereitzustellen.
Genau, und das alles ist ja auch keine Rocket Science. Wir treffen uns zum Beispiel das nächste Mal und machen zusammen einen Haferdrink. Das ist im Prinzip genau wie im industriellen Maßstab, nur hier in der Küche. Super, da freue ich mich drauf.